Michael. Hallo ihr Lieben, da mich immer wieder mal ein paar von euch fragen, wie es für einen Schauspieler auf einer Tour ist, habe ich beschlossen, euch in diesem Video diese Frage zu beantworten. Zumindest, wie es für mich ist. Ich habe ja von Januar bis Juni 2018 den Bürgermeister von Neustadt im Bibi Blocksberg Musical gespielt und sogar ein paar Vlogs dazu gemacht. Nicht von allen Spielorten, aber immerhin 5 Vlogs mit 10 Spielorten. Die anderen Orte habt ihr ja sicher auf Instagram gesehen. Was? Ihr folgt mir da noch nicht? Dann aber schnell. Auf Instagram nehme ich euch in der Insta-Story immer ganz aktuell mit auf die Reise bei allem, was ich so mache. So konntet ihr mich dort auch auf der Bibi Blocksberg-Tour begleiten. Ich habe es wirklich geliebt, das Stück zu spielen und immer neue Spielorte zu entdecken, aber vor allem mochte ich es, mit den anderen Darstellern rumzureisen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass mir insbesondere die Menschen dieser Produktion sehr ans Herz gewachsen sind. Sie haben mich unglaublich begeistert, nicht nur menschlich, auch künstlerisch. Wir hatten ganz viel Spaß auf und hinter der Bühne, während der Fahrten in unserem kleinen Tourbus. Wir haben gelacht, wir haben getanzt, wir sind immer mehr zusammengewachsen. Ich mochte es zum Beispiel auch, wie sie die Vlogs mitgestaltet haben, wie hier im Hintergrund, als ich etwas erklärt habe. Die anderen Darsteller sind aber noch längst nicht alle. Auch die Techniker, die uns auf der Tour begleitet haben, oder Cassia, unsere Choreografin, die uns sogar einen Kuchen gebacken hat, als sie sich das Stück ansah, so wie die Darsteller, die in der Schwesternproduktion Conny das Schulmusical mitgewirkt haben. Oder meine Vorgänger, wie zum Beispiel Maiko Klaassen, der mit mir eine Bürgermeisterübergabe gemacht hat. Alles so klasse Menschen. Leute, ich werde euch vermissen und wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren weiteren Projekten. Alle spielen nun in anderen Produktionen überall im Land verteilt mit. Einige haben sogar eine eigene Produktion gegründet namens Diktatorinnen der Kunst. Ihr erstes Projekt wird übrigens das A Cappella Musical Tinder das Musical sein. Ihr könnt jeden Einzelnen auf Instagram folgen und selbst sehen, was sie jetzt machen. Ich habe euch alle Links in die Videobeschreibung geschrieben. Ich selbst freue mich jetzt auf die neuen Teams in den Musicals, das Zauberschloss, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel und die Schneekönigin. Auch davon werde ich natürlich wieder ein wenig für euch demnächst hier vloggen. Danke nochmal für die tolle Bibi-Zeit und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Auftritt von Elisa Spears. Hey, ist das Britney Spears? Oops, I did it again. Trust in me when I say. Ach so, stimmt. Oh, Britney, Betty. Alright. Ein paar Leute sind nämlich gekommen zu der Zeit. Judith ist nämlich gekommen, die kennt ihr ja schon. Guten Tag. Und die Cynthia, die kennt ihr noch gar nicht, ne? Aber die ist trotzdem auch dabei. Ja. Und die Franka ist auch mitgekommen. Juhu. Die kennen wir alle. Michael, isst du schon wieder Süßes? Nee, ich nicht. Die habe ich für dich mitgebracht. Und das ist schön, dass alle nochmal zusammen hier so die Derniere feiern. Schade, dass nicht alle dabei sein können, aber wir grüßen euch ganz lieb. Und danke an alle, die geholfen haben, die dabei beteiligt waren. Es war eine unglaublich schöne Zeit, wirklich. Bis bald. Hier könnt ihr noch meinen Kanal, den von Sonja und den offiziellen Bibi Blocksberg-Kanal abonnieren. Meine weiteren Spieltermine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Knichel!